Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier auf Ateliones Lotto Artist Kanal. Ja, wir haben hier neue Videos für euch, für Infos, ja, was die Anna noch bastelt, ja, für die Hochzeitsthema. Und das sind auch die mit Biskuit-Modelliermasse angefertigt, ja. Und man kann das für Hochzeit auf der Hochzeitstorte anwenden oder auf Tischdekoration. Und die Anna macht auch verschiedene Sachen. Das werden wir hier im Laufe vom Video auch repräsentieren. Ja, und wir zeigen hier verschiedene Modelle, ja, verschiedene Como Farben. a cor da roupa também não é obrigatório ser branco, pode ser da cor que a pessoa quer, rosa, Genau, man kann das bege. wirklich per Wunsch bestellen, ja. Und man kann die Haarfarben nach De outra Bräutigam, cor Bräutigam, também. ja, anpassen, ja, Rosa. rosa, was man möchte, ja. Lila. Hier ist schwarz und braun und das übliche blond. Aber man kann die Farben wählen, die man möchte, die Figürli wählen, wie man möchte. Die Art und Weise, wie sie stehen, kann man auch besprechen, ja. Es ist wirklich à la Wunsch, ja, kann man hier wirklich äußern. Und wir zeigen hier fünf Ehepaaren, ja, mit verschiedenen Haarfarben, O terno também Art pode und ser Weise. marrom, o Kann man auch terno. verschiedene Farben verwenden, ja, vom Bräutigamkleidern und Bräutigam, ja. Wirklich, das sind verschiedene fünf Stück, wo sie schon angefertigt hat, Só ja. mostruário, né? Ist wirklich zum zeigen, dass sie auch für Hochzeitsthema bastelt, ja. Ja, hier sind wir zurück mit einer neuen Form von Figürli, ja, was man machen kann. Und hier zeigen wir euch, ja, genau eine Ballonfahrt, ja. Und das ist das Hauptthema von der Hochzeit. Und man kann verschiedene Themen, ja, auch die Hochzeitsfigürli auf eine. Hier ist auf einem Ballon, ja, verschiedene Farben kann man auch auswählen, Pode ser genau. também ursinho, Kann né? man Se a nicht nur pessoa. die Ehepaare, sondern auch Teddybär oder É, was coelhinho. man, O que a eine pessoa quer? Hase, was man wünscht zum Hochzeitsthema, ja. Ist auch eine Option, ne? Eine Option, die man hat. Genau, die Anna Vou dreht mostrar. jetzt hin und her zum euch zeigen, ja. Genau, von hinten, von der Seite her. Ja, man kann verschiedene Außerdekorationen machen. Ja, I love you steht da. Aber man kann wirklich basteln, so wie man möchte. Ja, und das ist wirklich für Hochzeitstorten. Genau, jetzt kommt der nächste Figürli. Ja, meine Lieben, hier zeigt wir auch eine andere Möglichkeit von Hochzeitstorte-Figürli oder für Dekoration in der Hochzeit, ja. Das sind zwei Pinguinen, ja, und Bräutigam und Bräutige, ja. Und hier ist auch Modelliermasse angefertigt, genau das gleiche Biskuit, ja. Genau, die Anna zeigt ein bisschen hin und her, wie sie aussehen von hinten, ja. Also man kann wirklich nach Wunsch alles bestellen. Alles ist möglich, ja? Alles ist möglich, was man möchte für Hochzeit, ja? Genau, und dann kommt jetzt nachher die nächste Figürli. Da werden wir auch etwas ganz Schönes zeigen, ja? Leute, die vielleicht in einem Club sind und als Hobby kann man auch verwenden das Thema. Genau, das ist die nächste Figürli, wo die Anna bastelt hat. Ja, das ist das Thema Flugzeug. Ja, genau, man kann wirklich nach Wunsch bestellen. Ja, alles Thema für Hochzeit. Ja, O avião também pode ser de outra cor, né? Flugzeug kann auch eine andere Farbe. Ja, wie man möchte, verschiedene Art und Weise das machen. Man kann stehend auf dem Flügel, man kann sitzend, man kann eine andere Figürli als Ehepaar und Ehefrau, ja, Ehemann zum Basteln. Und die Anna dreht jetzt die Figürli, dreht die Figürli zum zeigen, wie es gemacht ist, ja, ganz schön. Genau. So sieht es aus von hinten. Genau. Auf dem Flugzeug, genau. Der Bräutigam fliegt und die Ehefrau ist hinten dran, ja, die Räder. Genau, so sieht es aus. Ja, dass ihr auch einen Einblick habt, ja, auf die Kunst von der Anna. Ja, es gibt verschiedene
Art, ja, und Weise, genau. Ja, hier ist Neuigkeiten, ja, so kleine Erinnerungsgeschenke für den Tisch, ja, für die Gäste, ja, Hochzeitsgästegeschenk, als Erinnerung vom Hochzeit. Das ist eine Idee von der Anna, so kleine Törtchen zu basteln, ja, als Erinnerungsgeschenk in der Hochzeit. Man kann auch basteln, wie man möchte, Farb. Die Außendekoration bestimmt ihr, ja, also wirklich ganz schön, ja, zum Mitnehmen für die Gäste. Man kann basteln, was man möchte. Hier ist einfach ein Tipp für die mit kleinen Törterchen, Hochzeitstörterchen, ja, man kann mit glänzend machen, ja, was man basteln möchte. Ja, das ist einfach ein Tipp, eine Idee, was die Anna alles mit dieser Biskuit-Modelliermasse macht, ja. Genau, ein bisschen ein Einblick, ja, ein Einblick für euch, ja, ganz genau, das sind so für die Erinnerungsgäste, ja, Erinnerungsgeschenk für die Gäste. Dann kommt noch, ja, genau, hier ist ein anderer Typ, ja, vom Tischdekoration mit dem Herzform, ja, man kann Anhänger machen, ja, wie man hier zeigt auf diese Vase da, kleine Vase. Genau, dass man anhängt das Herz, ja, für Tischdekoration. Und hier zeigen wir auch, ja, hin und her, wie das aussieht, ja, so herzförmig, genau. Das kann man auch für Tischdekoration verwenden, ja, verschiedene Form und Art und Farbe, wie man möchte auch, ja, verwenden, angefertigt werden, genau. Mit verschiedenen Farben, ja. Hier ist, hat sie schwarz und weiß mit der roten Herz gemacht. Aber auf Wunsch, genau, Herz kann man blau oder weiß. Also auf Wunsch, wie man möchte, ja. Und auch die Farben kann man auch verschiedene machen oder auch verschiedene Größen, ja. Kann auch größer sein oder kleiner. Also wirklich, wie man möchte, ja. Genau. Ja, hier zeigen wir auch, ja, die verschiedenen Arten. Hier ist der Bräutigam, ja, genau, Figürli für Tischdekoration. Man kann das auch, diese Figürli, die sind so klein, ja, für eine kleine Schachtel als auch Geschenkerinnerung für Hochzeit machen, kleben, draufkleben, ja. Gibt es auch diese Möglichkeiten, ja. Und man kann verschiedene Farben, wie hier sind blond und schwarz. Man kann auch die Haarfarben bestimmen, die Kleiderfarben bestimmen. Und hier ist auf die, blond sind, ja, sind ein kleines Herz, ja, zu sehen. Die anderen eine kleine Blumenstrauß, ja, wenn ihr so genau hinsieht, ja. Und ja, man kann wirklich verschiedene Sachen machen, ja, man kann auch für den Teller, ja, für die Tischdekoration, für die Gäste, ja, so wie ich schon erwähnt habe, als Anhängen, ja, so wie diese Herz, ja, kann man auch rumherum anhängen, also verschiedene Möglichkeiten, ja, und wir wollen hier wirklich zeigen, was die Anna so drauf hat, ja, und was für Möglichkeiten und Figürli und was sie kann basteln für die Hochzeit, ja? Ja, meine Lieben, dann wir sind zum Schluss gekommen mit der letzten Figur, die wir euch zeigen möchten. Das sind zwei kleine Vögel, die sich küssen mit dem Schnabel. Ja, ganz süß. Ja, ja. Und ja, es gibt auch verschiedene Farben zu machen, ja, ja, wenn man möchte, modern. Modell, Figur, Größe, ja, kann noch größer sein. Das ist auch Tischdekoration für Gäste. Und hier ist aber Unterboden aus Acrylplatte. Genau. Gemacht, ja, draufgeklebt, auch mit diese Modellierbiskuitmaske, die Anna hier verschiedene Videos schon gezeigt haben, ja. Und das ist wirklich Hochzeitsthema. Das ist einfach eine Video-Info für euch, dass ihr ein bisschen Idee habt, ja, was man alles möglich macht mit dieser Masse, Modelliermasse, ja. Também podemos próxima vez mostrar mais, wir können noch ein Video machen mit Infos wieder, so ähnlich wie diese hier, ja. Das ist viel, viel mehr zum zeigen, ja. Das ist nur ein paar Figürli, das Diana hier vorbereitet hat für diese Videos.
Aber es kommt noch mehr, ja, coming soon. Genau, meine Lieben, ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Obrigado, liken und uns hier auf Kanal besuchen und unterstützen, ja. Und abonnieren, fleißig abonnieren, das haben wir diese Freude, hier weiterhin zu machen. Ja. Agradecemos também os novos, wir sind auch dankbar und sehr herzlich die neuen Abonnenten, die gekommen sind. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Ciao.